vieles hier auf der Messe ist reine Software. Aber es gibt auch einige Startups, die sich mit Hardware auseinandersetzen und selber Hardware entwickeln. Und bei so einem IoT-Startup sind wir jetzt bei Estrich Digital und Dominik, grüß dich. Hallo Wolf, hi. Dominik, der Name verrät schon so ein bisschen, aber was macht ihr genau? Wir entwickeln und stellen einen Sensor her für die Estrichüberwachung. Das heißt, wir bauen einen Sensor, der im Bauprozess bei der Estrichverlegung eingebracht wird. Der wird noch in den feuchten Boden eingebaut und zeigt dann dem Bauherrn, dem Bauunternehmer live, wie der Boden trocknet. Das heißt, ich sehe ab dem ersten Tag die Restfeuchte und kann dadurch unglaublich viele Rückschlüsse auf das Trocknungsverhalten des Estrichs bringen und auch wie meine weiteren Arbeitsschritte dann sein können. Jetzt hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal von sowas wie Betonsensoren gehört, die ja ähnliche Parameter messen. Was unterscheidet euren Sensor von solchen Ansätzen? Der Ansatz ist der, dass wir eine neue Messtechnik haben. Also wir messen hier auf kapazitiver Basis und die Messung ist um ein Vielfaches feiner als bisher üblich war. Bei dem Sensor ist es so, wir haben den gemessen mit über 100 Einzelschritten, können genau nachvollziehen, wie er trocknet. Und das bei ungefähr 1,5 Gramm Wasserverlust. Das ist ungefähr ein Tropfen auf diesen Messkörper. Das ist okay, ja. Fein, sehr fein. Das ist wirklich fein, ja. Hardware-Startups sind selten. Mhm. Ihr wirkt sehr engagiert. Was motiviert dich und dein Team, an dem Thema zu arbeiten? Also ich komme direkt aus der Sensorbranche. Ich habe schon mit verschiedenen Sensoren gearbeitet und habe da immer wieder gemerkt, dass viele Arbeitsschritte unnötig gemacht werden oder viel Energie verschwendet wird, weil man nicht genau weiß, was an dem jeweiligen Objekt passiert. Das heißt, ich weiß nicht genau, in dem Fall, wie ist die Trocknung, wie ist die Lüftung, was passiert vor Ort. Und das kann ich einfach durch Sensorik sehr gut aufbereiten. Super spannend, vielen Dank fürs Vorstellen und ja, den Einblick, wie Technologie auf der Baustelle, wie Hardware auf der Baustelle, neue Hardware dann wirklich zu einem verbesserten Prozess führt. Ich danke dir und wünsche noch eine erfolgreiche Messe. Danke. Ciao. Ciao.